Und damit herzlich willkommen zurück zu einer düsteren Stunde zu Kapitel 2 durch des Mondes. Es ist ja viel passiert. Eigentlich nicht zum Heulen, aber ich weiß aber nicht, warum ich so angefangen habe. Ist ja egal. Kapitel 2, Töchter des Mondes. 3 Wochen später, irgendwo im Vorgebirge des Berges Hyal. Wie auch immer man es aussprechen möchte. Die Untoten rücken unermüdlich vor. Wir können ihnen nicht entrinnen. Ihr seht, Lord Archimond, wir müssen die Nachtelfen nicht fürchten. Die Geißel kann... Archimond, nach 10.000 Jahren, wie ist das möglich? Die Legion ist zurückgekehrt, um diese Welt zu verschlingen, Weib. Und diesmal wird uns euer lästiges Volk nicht aufhalten. Narren, ihr habt sie entkommen lassen! Findet sie, verdammt! Findet und tötet sie! Der Tag, den wir lange gefürchtet haben, ist gekommen. Die brennende Legion ist zurückgekehrt. Ich muss den Fluss überqueren und die restlichen Schwestern warnen, bevor alles verloren ist. Ja, ach du heilige Scheiße, ne? Oh Gott. Diese verfluchten Nachtelfen dürfen uns nicht entkommen. Lord Archimond will, dass wir sie finden. Ach du Scheiße. Bei Elun. Niemand darf mich sehen. Was ist das für ein Ich hasse sowas. Ich hasse sowas absolut. Ich bin kein Stealth Game Fan. So, wo muss ich lang? Kann ich nicht einfach hinrennen und dann einfach so, also, keine Ahnung. Wow. Grüß dich. Dankeschön. So sei es. Ich will das nicht. Ich will das ganz und gar nicht. Ich will mein... Für Kalimdor. Okay. Ist hier was drin? Ashetoraman. Da ist ein Vorbeug drin, der jetzt abhaut. Ich folge der Stimme von Elun. Und in der Kiste was drin? So sei es. Roll der Heilung, na immerhin. Wie die immerhin. Wow. Unverzüglich. Der lenkt aber ab. So gut. Kann ich einfach dran vorbeirennen. Tschüss. Schön, dass ihr... Bei Elun. Wow. Die Göttin ruft. Wow. Wow. Schwächling. Im Namen von Cenarius. Druidenbeutel? Was ist das denn? Die Intelligenz um 1. Okay. Und die skillt mit Beweglichkeit. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Bei Elun. Hast du sowas? Unverzüglich. Schon mal gesagt, dass ich sowas hasse? Bei Elun. Hier drüben soll ich es geschafft haben. So sei es. Oh. Menschen. Hallo, warum kämpft ihr die? Elun Ador, Priesterin. Wir unterstehen eurem Befehl. Ihr wisst doch eigentlich, dass die nichts machen. Warum greift ihr die da an? So sei es. Ja, gefühlt hat jeder einer diese Fähigkeit Schattenmimik. Bei Elun. So sei es. Ich renne mal vorbei, ja? Die scheuen die Untoten, das ist eindeutig. Aber ich zögere, ihnen zu trauen. Selbst die Orks. Diese Orks scheinen einen magischen Schatz zu bewachen. Der könnte mir nützlich sein. So, du gehst mal dran vorbei.
wie die Göttin wünscht. Und gehst einfach mal. Einfach durchrennen. Ja. Passiert dir nichts. Okay. Dann halt euch mal hier. Huch. Ich folge der Stimme von Elun. Eluna Dor, Priesterin. Seid auf der Hut. Die Verdammniswachen befehligen Schemen, die uns selbst in den Schatten sehen können. Am besten halten wir uns von ihnen fern. Stimmt. Ich habe noch die Einheit noch gar nicht angehört. Machen wir doch mal schnell. Jemand bedroht die Wildnis? Ich folge der Stimme von Elun. Wir halten unsere lange Wacht und warten, während die Druiden friedlich in ihren Hügeln schlafen. Elun gebe mir Kraft. Anutherador Mali. Mein Herz schläft im smaragdgrünen Traum. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. Die Göttin ruft. Ashetoraman. Okay, ich glaube, das sagt nicht viel. Ja, schön. Schafft's doch alleine. Dankeschön. Auf euer Zeichen. Zeigt den Weg. Zeigt den Weg. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Seht euch vor. Ich habe Treffsicherheit geskillt. Gehen wir. 5 Meter Abstand, keinen Laut. Oh, ich bin nicht nur eine Waldelfe. Ich bin eine Nachtelfe. Bald ist der Bogen überspannt. Ich komme nie rechtzeitig zum Schuss. Ein Schuss, ein Schrei, das war Karl May. Ich sagte Menschentöter, nicht Liebestöter. Ach, vergesst es. Ihr seid am Zug. Alles klar. Ich bin auch so gespannt wie ein Flitzebogen. Sprecht frei heraus. Fasst euch kurz. Bei Frost bleibt die Klinge manchmal stecken. Sei kein Schwein, halt die Umwelt rein. Jemand Lust auf Frisbee? Das hier ist meine Eule. Es gibt viele andere, aber diese ist meine. Ich bin hier, um an meinen Flanken zu arbeiten. Nur die Mondgöttin schaut zu, wenn die kleinen Elfen schlafen. Flieg, Bubo! Ich neige nicht zu Höhenflügen. In Position. Ja. Der Mann im Mond ist pervers. Er schaut uns immer zu. Was ist das für eine komische Eule die ganze Zeit? Sprecht frei heraus. Ziel wählen. Dahin. Muss ein Baum sein. Ach so. Ich habe keine Furcht. Die Göttin. Mach mal das Tor auf. Okay, Fehlschläge. Wie die Göttin wünscht. Ausspielen und Wächter können versteckte Schemen. Ja. Ich muss diesen Schemen erstmal hier ausschalten. Bevor. Ja. Die können mich ja sehen. Und da ist ein Ring des Schutzes. Der wird doch ganz nützlich. Ashetoraman. Hol den mir mal. Das kannst du. Warum? Ich meine, warum nicht? Dankeschön. Bei Elun. Sehr freundlich. Siehst mich nicht. Haha. Ich bin nur, ich bin nur Luft. Wie die Göttin. Der behandelt mich wie Luft. Jemand bedroht die Wildnis. Ich kann nicht wahr. Unverzüglich. So. Gucken. Bei so. Elun. Ist irgendwas? Olle der Heilung. So sei es. Huch, jetzt kann ich die Olle doch bewilligen. Ashetoraman. So, von ihr, stimmt. Und das ist nochmal Handschuh, der hasst. Ich folge der Stimme von. Kommt der jetzt überhaupt hier durch? Ja. Okay. Schön, dass er einfach da stehen bleibt. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Jetzt muss ich eigentlich diesen Schemen hier töten, ne? Stirb, Schemen. Ich sehe diese Gargoyles. Inurifa. Okay, jetzt warte ich. Hätte vielleicht vorher den Handschuh der Hass tun sollen. Bevor ich hier Schema angegriffen hätte. Wo soll ich das an? Bei Elun. So, die tschüss. Göttin ruft. Tschüss. Zack. Aha. Aha. Boah, ist das ein Irrweg.
Das ist ein Schirm. Scheiße. Ja, das war's, wo wir erstmal mit dir verstecken. Eure Schattenkräfte werden euch nicht vor uns verbergen. Drück es mal ein bisschen weg. So. Oh, der greift nicht an, das ist so schön. So, so, jetzt noch der Schirm da. Bitte mal. Dankeschön. Unverzüglich. Hinterhalt! Lauft um euer Leben! Wir formieren uns vorn auf der Lichtung neu. Das Inventar ist voll. Unverzüglich. Ja, greif davon mal an. Ich folge der Stimme von und du gehst mal hier vor und. Lass mal so. Rolle der Heilung, wollte ich sagen, aber wenn die dann so doof sind. Wie die Göttin wünscht. So. Okay. Oder auch nicht. Dann schmeiße ich dich halt eben raus. Wie die Göttin wünscht. Achso, das ist so eine Rolle. Jemand bedroht die Wildnis? Ich dachte, das wäre so. Bei Elun. Fandodath belohnt. Wie so ein Ring hier. Ich nur Allah, Schwestern. Ich bin es, Tyrande. Die Tür soll einschlagen. Ja, noch mehr Einheiten, Alter. Fasst euch kurz. Denken die, dass ich irgendwelche Einheiten verliere oder so? So sei es. Och, du heilige Scheiße. Kann ich mich eigentlich jetzt durchkämpfen? So sei es. Statt schleichen. Außer hier sind 50.000. Ich glaube mal, hier sind Feinde. In Position. Ich folge dir. Das sieht dir nicht schön aus. Einfach durchrennen. Unverzüglich. Auf Wachtposten. Einfach durchrennen. Das schafft er schon. Unsere Krieger greifen den Feind an. So. Im Namen von Tenarius. In Position. Wie die Göttin wünscht. Weiter. Ich habe Rache geschworen. Jemand bedroht die Wildnis? Okay. Das ist vielleicht nicht ganz so schlau. Wie die Göttin ich muss dort das irgendwie. Irgendwie muss ich daran vorbei. So sei es. Also die Eule bringt ja nicht wirklich nichts. Noch mehr, ja. Noch mehr Fernkampfschaden. Ich warte auf euch. Die Göttin ruft. Zeigt den Weg. Plus 3, ja, das ist nett. Ist nochmal ein Stärke mehr. Wo geht's hier lang? Ah. Hiermit kann ich die dann also einnehmen, okay. Bei Elun. So, dann mal die, die noch in keiner Gruppe sind, Steuerung 2. Schon erledige der Stimme von. Das wird lustig. Oder auch nicht. Hier, Kleve schleudert. Jemand eh keine Geräusche außer. Bum, bum. Lässt die Kleve der Kleve getroffen Bohnen. Die Göttin auf euer Zeichen. Ich wollte es lesen. Die ersten getroffenen Bohneinheiten durchschlagen und auch Einheiten dahinter Schaden zu fügen. Er wird durch Kleve schleudert, Bäume anzugreifen. Nett. Also macht an allen möglichen Schaden. Das ist wirklich. Ist schon krass. Bitte mal zerstören, dankeschön. Und an diesen Turm. Oder den dort? Der nervt mich so ein bisschen. Okay, darum. Der kann halt. Ja, ich muss das hier zerstören. Aber wenn alles so ein Drecksgeschütz ist, ist echt nervig. Ich hätte es vielleicht auch ein bisschen schlau machen können, indem ich meine Einheit nicht reinrennen lasse, aber mir egal jetzt. Das größte hat es eh geschafft. Die Gegner haben eh keine Einheiten mehr. Wirklich. Nö. Solide, aber die sind irrelevant. Also. Scheiß mal drauf. Das heißt. Noch das hier. Na dann. Der Turm dort. Der hier vielleicht. Nein. Du zerstörst meine schöne Einheit nicht. Denken wir da mal. Huch. Ah. Hast das. Okay. Wollen wir gucken, wie die Klefe vom Namen aussieht. Niemand bedroht die Wildnis?
Ich weiß nicht, so Untote bedrohen die Wildnis, würde ich mal behaupten. Ich folge der Stimme von Elun. Dankeschön. Ich muss vor Morgengrauen den Fluss erreichen. Bei Tage kann ich mich nicht verstecken. Bin doch da. Tyrande, Elun sei Dank, ihr habt es geschafft. Die Untoten haben unser Dorf ohne Vorwarnung angegriffen. Ishnudaldieb, Chandris, wir haben ein größeres Problem. Die Untoten wurden von der brennenden Legion hierher geschickt, unseren alten Feinden. Gegen diese Übermacht bleibt uns nur eines. Wir müssen die Druiden wecken. Aber was das mit diesen Druiden wegen auf sich hat, das erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge, vielleicht. Ja, genau, so wie ich in der letzten Folge gesagt habe, dass wir das mit den Menschen und Orks da. Ich sagte, vielleicht, ich weiß es nicht. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ah, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.